Das wird gleich ein schneller Auftakt sein. Denn diese zwei sind so eingespielt wie kaum ein anderes Paar in diesem Stechen. Der Maestro im Sattel, Markus Ehning, und der 17-jährige Bretato. Auf geht's. Auch das schon, die erste Galoppierstrecke von 1 nach 2 im Stechen. Dann gleich landen und rechts rum. Handwechsel über dem Oxer. Zwischenzeit nehmen wir uns hier am Aussprung. 17 Sekunden in der Luft. Perfekte Wendung, schräg gesprungen. Direkter Weg zum grünen Oxer. Durchgeritten. Und dann nur noch einer. Perfekte Wendung von Markus Ehning ab ins Ziel. Es ist erstaunlich. Markus Ehning, dieses Stechen mit Bretato hat er so einfach aussehen lassen. Mit fast unsichtbarer Hilfengebung, nur mit Verlagerung des Gewichts hier, wie wir das gesehen haben, von der rechten auf die linke Hand. Dieser Steilsprung gerade auf den nächsten, beziehungsweise schräg angesprungen und damit schon den geraden.